habe heute das Faktenvideo über den Robinje für euch. Das haben sich ja einige gewünscht. Und jetzt habe ich hier 25 Fakten aufgeschrieben. Und die möchte ich euch jetzt präsentieren. Und ich fange auch direkt an, damit das Video nicht, ja, 50 Minuten lang wird, ne? So, er ist Robinho. Er ist ein Westfale. Er ist am 17.04.2001 geboren. Er ist ein Rappe. Er ist ein Wallach. In Halfter und Trensen haben wir Vollblut. In Decken haben wir 155 oder 165. Das ist der erste Winter seit 8 Jahren, dass dieses Fettchen ungeschoren bleibt. Sonst habe ich ihn immer ganz komplett geschoren, mit Beinen. Er hat Fieber Spezialbeschlag, er liebt das Springen. Er ist unglaublich unbequem im Trab. Wir haben jetzt dieses Jahr die erste Schleife im Springreiterwettbewerb zusammen errungen. Er ist 1,63 groß. Wir haben einen Spring- und einen Dressursattel. Er trägt auch rosa. Er steht zu zweit raus mit seinem Freund Rimbaud. Er hat Angst vor Schafen. Er liebt Mandarinen. Er hasst Transportgamaschen und geht damit keinen Zentimeter. Er liebt Kinder und Hunde. Er frisst wirklich alles. Man darf nichts liegen lassen, er frisst alles. Er passt auf Anfänger auf. Er hat vor nichts Angst, was man beim Schrecktraining macht. Egal ob Flatterplane oder so ein Tor oder ein Ball, ist alles egal. Und er spielt super gerne Fußball. Ja, das sind die 25 Fakten über den Robinho. Und jetzt im Anschluss möchte ich euch gerne nochmal sagen, warum momentan so wenig von uns kommt. Also warum keine neuen Reitvideos kommen. Warum keine neuen Reitvideos kommen, warum keine Reitfotos kommen und warum ich so wenig über unsere reiterliche, unseren reiterlichen Stand berichte. Und zwar ist der Robinho krank. Er hat einen Knorpelschaden in den Hinterbeinen, in den hinteren Gelenken. Und er muss jetzt erstmal 9 Monate lang mehr oder weniger stehen. Er darf auf die Wiese, er darf Schritt geführt werden, aber er darf eben nicht geritten werden. Und deswegen kommt momentan relativ wenig in der Hinsicht von uns. Aber ich bin ganz guter Dinge, dass es dann nach den 9 Monaten auf jeden Fall wieder besser wird. Klar, auf jeden Fall. Und so sieht es momentan bei uns aus. Deswegen war auch im letzten Video der Kalle zu sehen. Das letzte Video verlinke ich euch nochmal hier oben irgendwo. Da. Genau, deswegen kommt relativ wenig. Einige haben ja auch schon gefragt, was ist mit Robinho, warum hast du den nicht ins Video geholt? Und das ist der Grund dafür. Er ist momentan nicht ganz fit. Einige haben es vielleicht ja auch mitbekommen. Bei Instagram habe ich Bilder gepostet vom Tierarztbesuch. Bei Facebook habe ich dann auch schon alles dazu geschrieben. Und auf meinem Blog habe ich auch einen Post über seine Krankheit veröffentlicht. Die Links sind unten in der Infobox, falls sich da einer von euch nochmal genau informieren möchte. Und ansonsten würde ich erstmal sagen, bis zum nächsten Mal. Und das nächste Video kommt dann nächsten Sonntag um 11. Ciao!